Wie geht es weiter an den Aktienmärkten? Was wird die Börse bis zum Jahresende machen? Dazu ein Live-Call am Samstag um 14 Uhr mit mir. Wir werden den Markt analysieren und fragen, wohin die Börsen in diesem Jahr noch segeln werden. Und ich sage euch, es ist eines der spannendsten Jahre, die ich überhaupt in meinem Börsenleben erfahren habe. Es ist wirklich eine schwierige Phase gewesen, aber auch eine Zeit, wo man gute Gewinne einfahren konnte, aber natürlich nur in einzelnen Segmenten. Ich erinnere hier in diesem Zusammenhang zum Beispiel an den Lithiumsektor, den wir ja auch im Club ausführlich besprochen haben. Auch der Uransektor zeigt sich ziemlich stark, beziehungsweise stabil. Da sehen wir im Moment die größten Chancen. Telekom, die Deutsche Telekom, ein Fels in der Brandung. All das wollen wir am Samstag um 14 Uhr im Live-Call besprechen und schauen, ausloten, wohin die Aktienmärkte der DAX und der Dow Jones in diesem Jahr noch gehen können. Zugegeben, wir sind im harten Fahrwasser, muss man wirklich sagen. Es ist nicht leicht an der Börse. Deshalb versuche ich euch in meinem Club einen Kompass zu geben, wie man an den Aktienmärkten, an den Finanzmärkten am besten Geld macht, wie es mit Gold aussieht beispielsweise. Sehr interessant, die Notenbanken haben bekannt gegeben, dass sie im letzten Quartal 400 Millionen Tonnen Gold gekauft haben. Wie sich das auf den Goldmarkt auswirkt, das werde ich euch ebenfalls erzählen im Live-Call morgen ab 14 Uhr am Samstag. Und ich könnte mir vorstellen, das wird ein ganz, ganz spannender Call. Die letzten Chancen für dieses Jahr, die Würfel, die werden jetzt geworfen. Und da müssen wir sehen, wohin die Finanzmärkte gehen. In diesem Zusammenhang nochmal der Hinweis auf meinen Investmentclub, den MM News Club. Den Links seht ihr gleich hier unter dem Tube. Dort die Finanzstars dieser Welt mit ihren Empfehlungen und ihren Erfahrungen und Geldwertenvorteilen in Form von 800 Euro, in Form von Büchern, Börsenbriefen, Analysen. Das alles nur exklusiv im MM News Club. Der Link ist hier drunter. Der Live-Call am Samstag, 14 Uhr, ist jedoch frei für alle. Ihr könnt eure Fragen stellen. Der Call wird aufgezeichnet und ist hinterher auch nur im MM News Club verfügbar, falls ihr ihn nochmal sehen werdet oder wollt. Und damit verabschiede ich mich mit dieser Ankündigung und sage, das wird ein spannendes Börsenjahr. Ich denke, dass die Aktienmärkte am Ende wieder nach oben gehen, obwohl wir hartes, wirklich hartes Störfeuer von Seiten der Notenbanken haben. Aber auch das wird irgendwann vorbeigehen. Also seid mit dabei am Samstag ab 14 Uhr im Live-Call, schon ein bisschen früher kommen. Die Plätze sind begrenzt und dann werden wir sehen, was die Märkte zum Ende des Jahres machen und wie man sich da positionieren muss und sollte. Und wenn ihr Mitglied im exklusiven MM News Club sein wollt, dann ebenfalls ein Link hier unter dem Tube.